Und damit ein herzliches Willkommen zum zweiten Tag des Adventskalenders auf diesem Kanal. Wir fangen am besten damit an, dass wir hier wieder nach vorne gehen, zum Weihnachtsbaum und den zweiten Tag des Adventkalenders öffnen. Kekse. Kekse. Ganz, ganz viele Kekse. So. Dann haben wir alle Kekse und versteht jedes Mal hoch. Der Schnee deckt alle Töne zu, die ganze Welt kommt nun zur Ruhe. Ach du schöne Weihnachtszeit, schenkst uns einen Geschmack der Unendlichkeit. Ein sehr, sehr schönes Gedicht. Das Dumme ist nur, die ganzen Sachen blockieren gerade mein Inventar. Das bedeutet, da kommt jetzt erstmal alles rein. Sehr schön. Okay, wo waren wir beim letzten Mal stehen geblieben? Wir haben unser Grundgerüst gebaut. Das bedeutet, wir gucken dieses Mal, wie es weitergeht. Wir nehmen am besten... schauen wir mal, ob da alles passt. Hallo. Tür. Da ist eine Tür. Jo. War ganz schön tiefer Schnee. Uiuiui. Junger Vater. So. Wir bauen am besten erstmal alles zu. Und schauen dann nachher, wo wir die Fenster reinmachen. So. Ich würde sagen, wir machen hier so wie so einen Eingangsbereich. Wir könnten hier auch noch so Räume an die Seite machen, aber das weiß ich nicht, ob das so passt. Hier machen wir dann so ein ich glaube, hier kommt das Wohnzimmer. Und hier kommt so eine, obwohl die Treppe könnten wir eigentlich auch hier hin machen. Ja, ich glaube, die Treppe packen wir hier hin. Ja. So, hier hoch und da wieder runter sind es vier. Ja, das sind sogar vier. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir aber alles sehen. Und der schneidet wieder hier alles zu. Es wird wieder Nacht, okay. Dann müssen wir irgendwo Licht hinpacken. Packen wir hier mal kurz Fackeln hin. Dann kann hier schon mal der Schnee schmelzen. Und wir haben wenigstens etwas Licht. So, genau. Dann machen wir hier mal weiter, um unser Grundgerüst die Wände zu verpassen. Nein, ich will nicht, dass ihr zuschneit. So. Perfekt. So. Vielleicht machen wir auch noch so einen kleinen großen Bereich. Vielleicht hier hin irgendwo. Weil die Seite kommt mir noch viel, viel zu gerade vor. Ich glaube, wir machen hier auch noch so einen kleinen Bereich. Ich kann mal kurz schauen. Packen wir die Wände wieder weg. Dann könnten wir eigentlich das Treppenhaus auch hier hin packen. Ich schaue gerade. Ja. Ja, würde vielleicht, aber nur vielleicht, gut aussehen. Jetzt stellt sich die Frage, machen wir das noch eins länger oder lassen wir es? Ja, eins würde noch hinhauen. Das wird so hoch. So. Dann wird die Fackel hier weg. So. Hier noch ein bisschen was. Hier. Und das ist mir schon fast wieder zu nah an dem Baum. Das ist jetzt ein kleines Problem. Wenn nicht, fällen wir den Baum einfach. Können ja einen neuen pflanzen irgendwo anders. So. Jetzt hoffe ich mal,
dass es nicht zu eng wird, aber das dürfte es eigentlich nicht werden. Ja, passt gerade so. Sehr schön. Okay. Das ist aber wieder viel zu quadratisch, ey. Leute, Leute, Leute. Jetzt müssen wir schauen, wie wir das anders machen. Nachher. Alles darf nicht so quadratisch sein. Das sieht nicht gut aus. Vielleicht runden wir die Ecken irgendwie ein bisschen ab. Oh. Okay, der Schnee hat wieder aufgehört. Sehr schön. Dann wird hier das Ganze nicht mehr so zugeschneit. Hier noch ein bisschen was. Dann können wir nachher eigentlich auch das Ganze schon wieder zubauen. Perfekt, perfekt, perfekt. Sehr schön. Okay, jetzt müssen wir schauen, wie wir die Ecken irgendwie abrunden. Das können wir eigentlich auch anders machen. Wir werden jetzt erstmal schauen, ob wir das schon zubauen können. Ich glaube, wir sollten das eins höher bauen. Aber das können wir eigentlich auch so machen. So, perfekt. Und die meisten von euch sagen jetzt wahrscheinlich, benutzt doch World Edit, macht es doch so zu. Nee. Nee, ich will das traditionell machen. Ohne World Edit. Ich will das selber zubauen. Und weil das hier so ewig lang dauert, wahrscheinlich, gibt es jetzt für euch einen kleinen Cut. So Leute, da sind wir wieder. Und das Dach ist zu. Und dann wollen wir noch mal kurz reingehen und nachschauen, wie es drin aussieht. Es ist ziemlich dunkel hier drin. Ich mache hier kurz eine Fackel. Ja, jetzt müssten wir nur noch den Boden bauen. Aber bevor wir das machen, schauen wir mal kurz, wo wir die Treppe nach oben hinpacken könnten. Hier wäre es gut. Hier wird es wahrscheinlich auch gut aussehen. Ich glaube, wir machen das hier hin. Ich habe da nämlich so eine Idee. Wir nehmen, ich weiß nicht, wir nehmen mal die hier. Jo, da fehlt was. Halt. So, dann packen wir das auf der anderen Seite auch eine hin. Genau. Hole ich hier nochmal die Decke auf. So. Das sieht doch schon upsala. Sieht ja schon einigermaßen gut aus. Perfekt. Dann machen wir hier noch kurz. Das ist ein bisschen höher. So. Halt, das wollte ich nicht. So, so, so. Da fehlt noch ein Block. Nein, ein falscher Block. Cool, da können wir eigentlich den hinmachen. So. Sodele. Das ist unser Aufgang hier nach oben. Das bedeutet, wir müssen. Ich mache hier mal ein bisschen schon mal die Fackeln an die Seite, damit der Schnee ein bisschen tauen kann. Da noch eine. Da. Hier in dem Eingangsbereich müssen wir schauen, wie wir es machen wollen. Entweder wir bauen so noch einzelne Räume an die Seite, was ich eigentlich fast schon am besten finde. Ja, oder wir machen hier halt irgendwie so einen Eingangsbereich. Ja, ich muss schauen. Müssen wir schauen, Leute, müssen wir schauen. So, mach die eine Seite fertig. Und dann mache ich am besten, während wir. Während, also bis zum nächsten Tag des Adventskalenders, mache ich dann am besten schon mal den Boden fertig und zeige euch dann einfach beim nächsten Mal, wie es dann aussieht. Weil ich werde dann hier den ganzen Schnee abbauen und dann einfach den Boden mit den Brettern hier füllen. Obwohl, wir könnten eigentlich auch im Eingangsbereich einen anderen Boden verwenden, wie wir das im restlichen Haus. Und ich zeige euch mal ganz kurz, wie das bei dem anderen Haus aussieht. Und es ist Tag geworden übrigens.
Weil da habe ich das auch gemacht, habe ich ein paar verschiedene Bodenarten benutzt. Hier habe ich den dunklen Boden benutzt. Und im Raum hier drüben habe ich dann den hellen Boden benutzt. Und hier habe ich wieder den dunklen Boden benutzt. Dass wir vielleicht im Treppenhaus auch den hellen Boden benutzen, als bei dem anderen. Und hier habe ich dann wieder den ganz normalen von den Wänden genommen. Da müssen wir schauen, da müssen wir schauen, da müssen wir schauen. Ja gut, ich werde mir was einfallen lassen, wie wir das machen könnten. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Tag des Adventkalenders wieder. Und da würde ich le sagen, Leute, war's das für heute. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Oder einen netten Kommentar und über ein Abo natürlich auch. Und bis zum nächsten Tag des Adventkalenders. Viel Spaß bei der Weihnachtszeit oder so ähnlich. Ja. Tschüss.